Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Der Flop des Jahres? Was? Was? Schon wieder? Ich war doch eben erst da! Wie kann so ein Spiel so... Alter, das ist die größte Verarschung der Welt! Aber wir gehen rein, wir gehen der Sache auf den Grund. Da hilft kein Arzt mehr. Ihr kennt meinen Wert. Ihr werdet nämlich Daddy. Wir zusammen sind Heavy. Meine Lieben, das wird das älteste Video auf YouTube. Ich bin gespannt. Ey, ich habe da jemanden mir geholt, direkt auch zum Quatschen, um das Gespräch zu leiten, um da reinzukommen. Und ich will da gar nicht so lange labern. Alter, das, Alter, Sinn, mein Lieber. Moin. Was ist denn hier wieder los, Sommer? Der Day Before. Ich hätte nicht gedacht, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, das muss man denn ja lassen, noch jemals ein Video zu The Day Before zu machen. Also auch nicht The Day After Next. Riesen Scam. Wir haben ja wirklich ausführlich bei mir auf Twitch über alles Mögliche gesprochen. Mhm. Bevor du zu Wort kommst, ich möchte noch mal kurz, damit die Leute auch wissen, worüber wir überhaupt hier die letzten Jahre gesprochen haben. Also wir haben hier über dieses riesige Plagiatsthema gesprochen, ja, wo von jedem Spiel einfach alles geklaut wurde, was es gab. Wo eine riesen Promo-Aktion gemacht wurde, wo du wahrscheinlich auch dich mega drauf gefreut hast, wohl beim ersten Trailer vor zwei, ja, drei Jahren. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt im Nachhinein eigentlich ein Snow... Also wir haben nicht mal einen Snowrunner, wir haben nicht mal ein Spiel bekommen, ja. Hätten wir wenigstens einen Extracture-Shooter à la The Division bekommen, wo es wirklich auch Loot gibt und nicht nur ein paar Kopfkissen und eine Gartenschere und durch die Map glitschen, dann hätten wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen gespielt. Aber alles Scam, alles Verarschung. Bevor wir einleiten, muss ich das noch mal sagen. Das war dieser Artikel, wo die Leute gesagt haben, wenn das Spiel rauskommt, die ganzen, hey, da werden ruhig sein, wir werden euch zeigen, was geht, und bam! Juhan, Alter, ihr habt uns richtig gefickt. Denn, jetzt kommst du zum Wort, mal lieber. Der Sinn war so freundlich, mich darauf vorzubereiten, weil ich habe mit dem Thema, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Gott sei Dank. Und ich habe auch jeden öffentlich geraten, nicht dieses Spiel zu kaufen bei mir auf Twitch. Ich war ehrlich, ich habe mich nicht vom Hype von den Klicks kaufen lassen. Ich muss es sagen, ihr habt mich gehatet dafür. Aber ich habe euch gesagt, lasst die Finger davon und guckt bei jemandem zu. Gebt nicht euer Geld dafür aus. Und jetzt, jetzt die Info, Alter, überhaupt. Das muss ich einmal mal zeigen hier. Ich mache mal die Discord-Aufnahme an. Und dann kommen wir auch ins Thema rein. Und zwar, ja, die Server sollten weggenommen werden, komplett, weil es aus finanziellen Mitteln nicht mehr stemmbar wäre, das zu machen. Hier ist die von Fantastic die Aussage. Die werden wohl jetzt aber doch irgendwie bleiben, aber nicht mehr unterstützt werden. Was für Infos hast du dazu, Sinn? Was hast du da jetzt herausgefunden bisher? Genau, also sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie das nicht mehr weiterentwickeln werden, dass sie keine Fixes oder irgendwelche Patches für das Spiel bringen werden. Und sie lassen das Game quasi einfach totlaufen, bis es keiner mehr spielt, dann werden die Server einfach abgeschaltet. Digga, das ist das, was ich gesagt habe. Die bringen es raus und werden nie wieder daran arbeiten. Wo seid ihr Ganze? Möchte gerne jetzt. Das wird sich noch entwickeln. Das ist voll das geile Spiel. Ich mag das. Oh mein Gott, hier, Digga. Ihr wurdet richtig gefickt. Und ja, Digga, ich mache mich richtig darüber lustig, weil ich habe recht gehabt, Alter. Oh mein Gott, das ist der größte Scam der Welt, Alter. Der Discord wurde schon gelöscht bei denen. Das ist der Discord. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sinn, Digga. Sieht halt jetzt so aus, als wollten sie schnell fast Money machen. Und dann hat man ja schon an den Trailer so ein bisschen erahnen können, quasi, ja, dass das, ne? Ja, ich hab's. Koscher ist. Genau. Und jetzt nochmal das Geld mitnehmen und jetzt kann man auch nicht mal mehr das Spiel zurückgeben, weil man ja mehr als 2 Stunden gespielt hat. Oh Mann, der Scam before, die übelste Abzocke, ich bin so dankbar. Schreibt es mir in die Kommentare, dass ich so ehrlich darüber berichtet habe, dass ich gesagt habe, ich mache einen Hot, ich habe gesagt, ich habe gewettet, Digga, ich mache einen Hot Tube Stream auf einer Banane mit einem Pool, wenn dieses Spiel gut wird, weil ich wusste, dass es nicht so ist. Und ich kann es euch, ich habe 2, 3 Streams im Vorfeld gemacht, Gott sei Dank. Wir waren über 100 Leute live auf Twitch. Wenn ihr da Bock habt, guckt da auch auf jeden Fall mal bei uns vorbei und kotzt euch aus, nutzt dieses Video, kotzt euch aus. Ich will gar nicht wissen. Ich war, das hört sich jetzt überheblich an, fühlt euch dadurch nicht angegriffen, aber ich war so schlau auch zu sagen, ey,
trotz dessen ich Content Creator bin, gebe ich dafür kein Geld aus, weil es für mich eine Verletzung an meine eigene Intelligenz gewesen wäre, wenn ich nach diesen Fake-Trailern, ja, nach diesem Aufbau dieser ganzen Verarschung von GTA geklaut, der Titelsong von The Division geklaut, alles, die Schrift geklaut von The Last of Us 1:1, all diese Dinge, ja, die mich dazu gebracht haben zu sagen, ey, ich werde dieses Spiel nicht kaufen. Oh, warte mal, ich habe die Bildschirmaufnahme. So, ich werde dieses Spiel nicht kaufen, in keinster Form supporten, egal, auch wenn ich damit Klicks machen kann. Alter, das heißt einfach, die haben, man muss es aussprechen, Bro. Die haben uns mit Trailern gelockt, die nie der Realität entsprochen haben. Mit geklauten Rendern-Trailern. Haben das 3-4 Jahre lang gemacht. Und dann uns, Digga, man muss die verklagen. Ich sag dir, wir müssen auch in Deutschland, in den USA, laufen wahrscheinlich schon 20 Klagen. Es läuft schon eine Klage, bevor das überhaupt so war. In den USA verklagt man halt alles, wer es nicht weiß. Aber ey, ich schwör's euch, wir müssen hier eine Petition machen unter dem Video. Und das schicken wir dahin. Und wir erwarten pro Kopf $1 Million Entschädigung für die letzten 2-3 Jahre unserer Lebenszeit, die wir mit diesem Spiel verbracht haben, was uns falsche Illusionen geweckt hat, unser Herz rausgerissen hat, drauf gespuckt hat, drauf gepisst hat, es gegessen hat, nochmal ausgekackt hat und jetzt da liegen lässt. Digga, ich fass das gerade nicht. Sie haben noch vor 2 Tagen, das muss man sich reinziehen, die negativen Revisionen und alles Mögliche haben die gelöscht und gebannt, damit man nichts mehr Negatives zu dem Spiel sagt. Und jetzt nehmen die einfach, also, was heißt, sie nehmen die, theoretisch ist es so, als würden sie die Server down nehmen, aber lassen die Server wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen noch da, sagen aber, wir können nicht mehr dran entwickeln und nichts mehr machen. Was, Alter, ich bin sprachlos. Vor allem dann diese Ausrede zu benutzen, ja, wir haben kein Geld mehr, wir sind zu hoch verschuldet. Keine Ahnung, eine richtige Firma, die berechnet halt sowas vorher, ne? Damit sowas halt nicht passiert. Ja, sowieso geht man auch jetzt nicht an den Server pleite. Also, Digga, what? We did everything within our power, but unfairly we miscalculated or creating games is a challenge. Ja, und das fährt euch jetzt nach 4 Jahren und hier noch so, wir werden es allen zeigen, destroying is easy, creating is difficult. Ja, ist difficult uns zu ficken, man muss so sagen, man muss ganz hart so sagen. Oh mein Gott, ich bin so, Digga, das ist die größte Verarschung aller Zeiten und ich bin so froh, dass ich euch das alles im Vorfeld wirklich gezeigt habe, recherchiert habe und tagtäglich gesagt habe, ey, ich spiele das und die Leute, ja, man sollte ja abwarten, bevor ein Spiel draußen ist. Ich gebe dem Spiel eine Chance. Wie kann man jemandem eine Chance geben, der einen so verarscht, ja, der ihn immer wieder betrügt und belügt? Wie kann man denn so realitätsfremd sein? Und da habt ihr die Quittung. Da habt ihr die Quittung. Hoffentlich lernen die Leute daraus. Nie wieder einfach so die Katze im Sack zu kaufen. Die Beta eine Lüge, das Spielding eine Lüge, alle Trailer eine Lüge, das Marketing eine Lüge und dann noch die Eier haben auf dem Times Square und dann noch die Eier haben, die Leute zu bannen und zu löschen und kaputt zu machen und jetzt uns einfach da stehen zu lassen. Oh mein Gott. Wow. Wie lange hast du es jetzt gespielt? Ich selber hab's mir auch nicht gekauft, weil ich mal die Streams von dir angeguckt hab, ne? Mashallah, Bruder, ich küsse dein Auge gerade. Ich glaub's gar nicht. Aber ich wurde hart gedrängt, das zu kaufen von anderen Bro. Mitfreunden, die sich das gekauft haben. Oh mein und Gott. Zum Glück hab ich's nicht getan. Ey, ich schwöre dir, ich mache jetzt seit 3 Jahren YouTube. Das war jetzt für mich einer der besten Aussagen. Das haben wir auch nicht voll geprobt oder so, dass er das jetzt gesagt hat, weil dann habe ich was richtig gemacht, ja. Ich weiß, wir alle sind auf der Jagd nach Fame und Klicks und jeder will Streamer werden und jeder da, aber ich habe mit meiner kleinen Reichweite etwas Sinnvolles getan und bin mir selber treu geblieben und, oh, Bruder, ich schwöre, gerade Zucker, ja. Hose ist auf, dezent. Es tut mir einfach nur leid für die Leute, die nicht bei mir im Stream waren oder bei jemand anderes. Apfelnudel, auch ein deutscher Streamer mit mehr Reichweite als ich, hat da auch drüber berichtet, war aber noch, was soll ich sagen, war aber noch, hat es natürlich noch ein bisschen diplomatischer verpackt als ich. Ich muss sagen, ich habe da wirklich gnadenlos gegen dieses Game gefeuert, Gott sei Dank, weil das geht gar nicht mehr. Und ich habe
auch nachdem ich dann 2 Stunden dazugeguckt habe, muss ich sagen, Alter, das ist die größte Verarschung, die jemals in der Spielindustrie stattgefunden hat. Ihr müsst darauf bestehen, euer Geld wiederzubekommen, auch wenn ihr länger als 2 Stunden gespielt habt. Das kann nicht sein, dass man so verarscht wird. Und ich glaube, da wird es richtig heftige Klagen geben. Formt euch da zusammen, kommt auch gerne zu uns in den Discord, nutzt dieses Video, schickt dieses Video bitte überall rum, dass es jeden erreicht, ja, macht euch Luft damit, schreibt, was ihr wollt, außer jetzt ganz grenzwertige Sachen, weil ich kann diesen Hass und diesen Frust einfach nur verstehen, es tut mir einfach nur vom Herzen weh, das zu sehen und dass der Entwickler das macht, Alter, dass sie nicht mal mehr die Eier haben, an dieser Pisse weiterzuarbeiten, dass wenigstens ein paar Spieler, die sich darauf gefreut haben, wenigstens die Leute, die bis zum Ende daran geglaubt haben, ja, dass die wenigstens jetzt auch nicht noch so hochgenommen werden. Dass man da jetzt wenigstens die Courage hätte und sagt, ey, pass auf, wir machen das Spiel noch weiter und wir arbeiten dran, das beste Spiel. Vor allen Dingen auch noch das, ja, wir werden an Konsolen-Releases arbeiten. Wir werden da, oh, dieses ganze Gelabersinn, ne? Alles Verarsche, wenn man auf Deutsch sagt. Alter. Vor allen Dingen dürfen da nicht mit durchkommen, weil sonst sehen andere Entwickler das auch und wollen das dann auch durchziehen. Und dann, ja, gibt's bald gar keine Games mehr. Also, das, hey, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schreibt's mir in die Kommentare. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir jetzt noch darüber berichten sollen. Ich hatte eben noch so viele Informationen, so viele Sachen, die ich mit euch teilen wollte. Ja, Links von dem Kram packen wir unten mit in die Beschreibung rein. Es ist einfach nur traurig. Das wird definitiv das letzte, allerletzte sein, was von mir diese Plattform bekommt, the day before. Egal, selbst wenn dieses Video nur 12 Aufrufe bekommt, was wir mal nicht hoffen werden. Ich hoffe, es werden 12 Millionen, Alter, damit einfach jeder weiß, wie Schmutz diese Kacke ist. Postet das überall, Twitter, Social Media, Facebook. Aber das war das letzte Mal, dass ich über the day before überhaupt irgendwas sage oder verliere. Ist dann nämlich, sprecht jemand drauf an und möchte meine Meinung dazu haben und zu empfehlen, dieses Spiel nicht zu kaufen. Sinn, Abschlusswort gehört dir? Da hilft, Baby vor, ja. Schmutzgame. Nicht kaufen. Ja, kann man das immer noch kaufen? Ist es? Nein, ich glaube nicht. Warte. Steam wird das jetzt bald rausnehmen, glaube ich. Wie geht er jetzt nochmal? Das wäre jetzt noch die Krönung, wenn du die Scheiße jetzt noch kaufen kannst. Das wäre jetzt die größte Verarschung. Warte, da gehen wir jetzt mal rein. Alter, das ist doch nicht normal, Mann. Das darf man keinem Menschen erzählen, dass das stattgefunden hat. Oh mein Gott. Alter, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich bin fassungslos. Es ist ja, immer noch kaufbar. Es ist immer noch kaufbar. Alter. Es ist immer noch kaufbar. Ich möchte gar nicht mehr die Rezension angucken. Der Discord ist auch weg. Ja. Ja, alle Channel wurden gelöscht, außer einer. Okay. Oder ist er jetzt ganz weg? Also ich könnte jetzt noch betreten. Ist er noch da? Ja, da ist quasi nur noch ein Channel. Wir gehen jetzt mal rein. Also ihr seht auch, ich waren halt 300 Channel. Oha, jetzt ist hier ein Sprachchannel, wo 1000 Leute drin sind. Oh mein Gott. Ja, hier. Da sind einfach 1 Million Leute drin. Guckt, ich werde nicht den Chat zeigen von dem Channel. Nicht den Chat zeigen. Nö, ich zeig nur die gerade, wie viele Leute da werden Sachen gezeigt, die nicht auf YouTube gehen. Ja, okay. Gut. Machen wir das mal schnell raus hier. Ich werde jetzt den Server auch verlassen. Meine Lieben, nicht mein Video disliken. Liken, dass wir über diese Scheiße noch den Rest geben und diesen stinkenden Kadaver dann entsorgen und aus seinem Leben löschen. Und ja, ich kann nur mein Beileid. Das wäre jetzt, wenn jemand gestorben wäre. Ich mache jetzt auch hier Cut. Sinn, ey, liebe, dass du da warst, Bro. Wir sehen uns weiter auf Twitch mit geilen Content, mit geilen Games. Und das war... The day before. Psh.